Gut, erstmal machen wir die Quest hier noch. Öffne 5 Wunschkugeln. Kann man gleich eine neue holen. Kannst du mal mit dem Mars-Thron erobern? Das können wir auch machen. Why not? Lass uns mal den Mars-Thron erobern. Ich meine, wir haben jetzt zwei super heftige Stufe 7 Fähigkeiten. Moin Marcel, moin Marlies und moin Fragezeichen. Nice. Ja, kann man machen. Drei Götzenbilder, kacke. Hätte ich mir kosmische Schätzen sparen können. Wir können auch erstmal noch diese Mission. Ja, 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 geh weg. Die Bloom Beacon machen. Wir haben erstmal noch ein Achievement. 75 Scherben kriegen wir dafür. Dafür, dass wir einen Charakter auf Stufe 7 gebracht haben. Wow, was für eine Belohnung. Heftig. Krass, bin ich total neidisch drauf. Extrem, ne? War's, glaube ich, gewesen. Mein Ziel in diesem Spiel ist es, alle Missionen zu schaffen. Das ist auch machbar. Ja. Easy going, würde ich sagen. Ja, gut, das sind nur 60 Runden. Let's get this party started. Easy. Na, jetzt ist es sogar noch schneller. Die Glyphen drehen sich jetzt noch viel schneller als vorher durch die Angriffsgeschwindigkeit. Heftig. Wir werden auf jeden Fall diesmal, denke ich, wobei auf den Super, auf den Sonnengott werden wir nicht kommen, oder? Die 40.000. Vielleicht ist es sinnvoll, ihm das eine andere Item anzulegen, wo aktivierbare Upgrades die Hälfte günstiger sind. Mal gucken. Ach, siehst du, beim Mars-Thron nochmal. Okay, machen wir erst Bloom Beacon, dann Mars-Thron. Ich hätte ein episches, ein spezielles Zielende für BT6. Welches denn? Sag an. Was hast du da so Schönes? I'm ready. Hero Oh, welche Achievements haben wir noch offen? Stufe 8, Stufe 9, Stufe 10. Den Charakter vollständig ausrüsten. 5, 10. Wir müssen auf jeden Fall noch 500 Kräfte verwenden. 500? Wollen wir auch machen, mal. Muss ich mal in einer Mission ordentlich spammen. Was haben wir hier? Aber die sind mir alle zu wertvoll. Das sind alles die guten. Die will ich ehrlich gesagt nicht nutzen. Zu wertvoll. Denkst du, du wirst das Ziel im BT6 schaffen? Welches Ziel? Das Ziel, alle Medaillen zu holen, habe ich im BATTD. Also in dem Spiel hier. In Bloons habe ich das Ziel, einfach alle für normalsterbliche Menschen schaffbare Missionen zu schaffen. Ohne 5000 Versuche reinzuballern. Weil dafür ist meine Zeit zu wertvoll. Ich muss ja meinen Zugboss nutzen, da ist er. Na, ich werde, also wir müssen eine Plattformmission machen, um den Sonnengott zu rufen. Dass du jeden Insta-Affen in einem Game so gut wie möglich rausballerst. Ein spezielles Ende. Moment, die letzte Folge dann mal wie. Problem ist natürlich, dass das Spiel immer wieder Updates bekommt. Und wenn ich alle Insta-Affen raushaue, dann habe ich ja keine mehr. Und trotzdem spielen wir einfach weiter. Moin, mein Lehrer hackt. Interessanter Name.
Na, ich glaube, wir brauchen jetzt tatsächlich nicht allzu viel machen. Wird die BTD langweilig? Da ist nur alle paar Wochen spiele? Nee. Wenn ich das wie ihr spielen würde, jeden Tag, mehrere Stunden. Früh, mittags, abends, im Bus, in der Schule. Dann ja. Aber das tue ich ja nicht. Die Smash-Spieler erzählen die Geschichte von Game Director Masahiro Sakurai. Im ersten Smash hatte Master Hunt die Plüschfiguren auf einem Tisch in einem Raum von einem 12- bis 14-jährigen Jungen erweckt. Eins von unbekannt, okay. Mhm. Also an die Hand kann ich mich erinnern. An die Master, die war mal extrem, naja. Also es war schon cool gewesen, als man so in Bros. Melee irgendwann mal, ich glaube nach Bowser, hatte man glaube ich die Hand, oder nach der Hand war irgendwie Giga Bowser gewesen, also auf jeden Fall irgendwie noch so was Spezielles, was ich echt cool fand. Auch schon wieder so lange her, meine Güte. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig dran erinnern. Mhm. 300 Kräfte verwenden, Alter, holy. Wollen wir machen. Ich glaube, wenn wir den Eiskönig mal mitnehmen, kann der, glaube ich, alle die tragen. Ne, stimmt, wir müssen ja erstmal das machen. Erstmal die teurere, das teure Upgrade. Um dann nochmal 40.000. Ach, verdammt. Man kann es also tatsächlich nicht machen, ne? Man kann nicht beides machen. Freunde zur Hilfe rufen, blockiert das andere. Sehr interessant. 36.000. Ob wir das noch hinkriegen? Probieren wir mal. Ach. Ich bin irgendwie noch unsicher. Ich weiß noch nicht so richtig, wie der Sonke funktioniert. Wird der an sich ein Tempel und ich kann diese Fähigkeit nutzen? Oder ist es nur die Fähigkeit, die er bekommt? Ah, ich bin mal gespannt. Wie findest du das 30.000 Dollar Upgrade von Günther? Habe ich total scheiße. Ich habe es einmal gemacht. Einfach so wieder. Ich habe irgendwie keinen. Ich habe nicht gemerkt, was es gemacht hat. Also ich fand es irgendwie total unnütz. Wer das liest, kauft sich ein Ü-Ei. Ü-Eier. Spielzeug. Leider mich daran. Ihr habt übrigens Glück, ne? Dass ich streame. Weil eigentlich wäre ich das Wochenende busy gewesen. Gestern sollte wieder der 6-Jährige zur Übernachtung kommen. Bis Sonntag. Aber wie ihr seht, tat er das nicht. Ich bin echt dafür, dass irgendwann langsam mal die Teleportation erfunden wird. War schon echt cool, oder? So, erstmal den Sonnengott. Seit wann hast du den Zugboss? Seit letzter Folge. Wir haben nämlich uns alle Primo-Charaktere gekauft. Das kommt in einer anderen Folge noch. Also die Folge ist noch nicht online, wo ich mir die ganzen Primo-Charaktere gekauft habe. Die gehen wir auch in dieser einen Folge dann durch. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Und damit kann ich natürlich auch alle Missionen spielen. Ich brauche 4 von den Super-Dingens darum herum, ja. Der Sonnengott verwandelt sich in einen Sonnenhof, aber ohne Tempel. Und du brauchst 4 Superfans um ihn herum. Okay, wir machen es gleich einfach mal. Ich meine, wir haben noch 200 Dollar, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir ihn. Komm, komm, komm! Gib mir ein bisschen Geld, du Spiel! Superfan kann sich ohne die Kraft seiner Fans nicht in den Sonnengott verwandeln. Du benötigst 4 Superfan-Verbündete innerhalb der Reichweite des Superaffen, um die Fähigkeit aktivieren zu können. Ja. Starstruck! Okay, also er an sich verändert sich nicht. Und er kriegt, glaube ich, auch nicht mehr Stärke dazu, kann das sein? Und er absorbiert die immer wieder, das heißt, sie sind weg. Und muss sie danach im Prinzip wieder neu setzen, oder? Wow, und jetzt habt ihr sogar einen schwarzen Sonnengott gehabt. Das war leider beim Lichte des Sonnengotts. War leider zu wenig nutzbar. Wir werden also gleich eine Plattform-Mission machen. Und dann werden wir das mal reinziehen und
Aber erst einmal, bevor wir das machen, müssen wir uns noch die anderen beiden Charaktere freischalten. Weil wir brauchen nämlich noch Lady Regenbogen und nochmal einen Vampirkönig. Aber erstmal wollen wir den Mars-Thron machen. Ganz wichtig. Sonst haben wir hier das gemacht. Dann können wir hier wieder uns die nächste Belohnung abholen. Sehr nice. Schwarzer Sonnengott gebaut. Voll der Bait, oder? Weil in den letzten 10 Sekunden habe ich einen schwarzen Sonnengott benutzt. Das ist eigentlich bestimmt, werden sie alles disliken. Weil das ist einfach nicht die Realität. Dein Bildschirm ist pixelig. Nee, deine Leitung ist anscheinend nur zu schlecht. So, jetzt haben wir hier noch was. Haben wir uns, alles klar. So, was, ja, Mars-Thron, okay, Mars-Thron. Mars-Thron, kein Ding. Wir sind auch gleich Level 62.